Sex im Familienbett. Sticks and stones go break my bones. Bad words go never hurt me. Hurt me no more. Sticks and stones go break my bones. Bad words go never hurt me. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es endlich ums Familienbett. Es tut mir echt leid, dass ihr so lange auf dieses Thema warten musstet. Ihr habt euch das so gewünscht und heute kommt es endlich, also bleibt gerne dran. Ich erzähle euch erstmal so ein bisschen unsere Familienbettgeschichte, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Dann zeige ich euch, wie das Ganze bei uns aussieht, weil wir haben ein Familienbett selbst gebaut. Und ich erzähle euch so ein bisschen für uns die Vorteile. Wer mich kennt, ich bin die Josie. Ich habe noch zwei Kinder unter zwei. Also der Carlo, der wird jetzt bald zwei und die Bonnie, die ist jetzt 8 Monate. Ja, und wir schlafen zu viert im Familienbett. Der andere ist der Papa. Carlo ist hier mit dabei, die Bonnie schläft gerade, also falls ihr was brabbeln hört. Herr Carlo liest uns gerade eine Geschichte vor. Hast du ein Weihnachtsbuch? Aber ein bisschen spät für Weihnachten, ne? Als ich in meiner ersten Schwangerschaft mit dem Carlo schwanger war, habe ich ganz anders gedacht als jetzt. Ich habe mir so vieles anders vorgestellt und auch anders vorgenommen. Und ich habe tatsächlich ein Kinderzimmer eingerichtet, ein Babyzimmer mit Bett drin. Und dachte locker bis zum, ja, ich sag mal so 6. Monat ungefähr, dass ich auch kein Beistellbett haben möchte. Dass das Kind von Anfang an in seinem Zimmer, in seinem Bett schlafen soll. Mhm. Und irgendwann kam mir dann so, ich weiß nicht, wo das herkam, das war wahrscheinlich der Mutterinstinkt. Je weiter ich der Geburt näher kam, desto mehr dachte ich, nein, das Baby muss irgendwie bei mir schlafen. Und dann kam es so, dass wir dann zusätzlich ein Beistellbett geholt haben, was wir an unser Boxspringbett dann dran gemacht haben. Und ja, was soll ich sagen, dann war der Kleine auf der Welt und selbst das Beistellbett, was ja an meinem Bett dran war, war mir zu weit weg. Das kann, glaube ich, niemand verstehen, der keine Mutter ist. Ich kann das nicht beschreiben. Ich wollte dieses Kind einfach an mir dran haben. Ja, so ging das, dachte ich dann erstmal die ersten paar Tage, aber es waren dann mehr so die ersten paar Monate. Und irgendwann haben wir dann angefangen, dass der Carlo wirklich in seinem Beistellbett schläft. Da war der aber locker schon, ich sag mal 3 Monate oder so. Ja, und dann hat der Carlo sehr, sehr lange im Beistellbett geschlafen. Der Carlo ist relativ kurz, sag ich mal, so wie ich, ein Hobbit. Und der konnte tatsächlich, bis der 1 war, locker in seinem Beistellbett schlafen. Ja, und dann war ich ja schon längst schwanger mit der Bonnie. Und in der Schwangerschaft mit der Bonnie habe ich mir dann natürlich überlegt, wie machen wir das jetzt weiter so. Und da der Carlo sowieso so halb aus seinem Beistellbett rausgewachsen ist, haben wir den Carlo zu uns in die Mitte geholt. Und haben uns gedacht, okay, dann schläft der Carlo in der Mitte und die Bonnie im Beistellbett. Natürlich hatten wir dann 1000 Ängste und Vorstellungen, was ist, wenn das Baby nachts schreit und der Carlo wach wird und wir dann alle wach sind und keiner von uns Schlaf bekommt. Aber wir haben uns einfach gedacht, wir warten erstmal ab, wie sich das Ganze entwickelt und dann entscheiden wir spontan, wie wir es machen. Wir hatten ja ein Babybett, ein großes Kinderbett. Und wir hatten auch immer noch das Beistellbett, was man zu einer Wiege umfunktionieren kann und woanders hinschieben kann. Also wir hatten die Möglichkeiten. Und dann, ja, war die Bonnie da und wir haben das so gemacht. Der Carlo war in der Mitte, die Bonnie im Beistellbett, aber das wurde uns richtig schnell zu eng. Weil der Carlo wie ein Seestern schläft, so, und der braucht mehr Platz als ich. Dann haben wir uns überlegt, es muss ein Familienbett her. Sprich, wir wollten nicht nur das Boxspringbett mit Beistellbett dran, sondern wir wollten 3 komplette Matratzen. Und es gibt, wenn ihr das mal googelt, ganz viele Möglichkeiten, sich das selber zu bauen.
Und es gibt auch Möglichkeiten, sich einfach drei Einzelbetten aneinander zu stellen oder ein Doppelbett und ein Einzelbett. Da gibt es auch richtig coole Ideen von IKEA, dass ihr ein Doppel- und ein Einzelbett zusammenstellt und die vielleicht zusammenschraubt. Ich blende euch mal ein paar Bilder ein, wie wir das Ganze gemacht haben. Also mein Freund, der ist da ein bisschen handwerklich begabt, fragt mich nicht, wie er das gemacht hat so richtig. Also... Wir haben unser Boxspringbett in der Mitte geteilt. Das bestand sowieso aus zwei Hälften natürlich. Und das haben wir auseinandergezogen und dann über das komplette Teil, Spanplatten, Bretter, keine Ahnung was gelegt. Und dann in der Mitte noch eine Matratze drauf, unten ein paar Stützen dran. Es gibt da 1000 Vorlagen im Internet, die wirklich nicht schwierig sind und vor allen Dingen auch nicht teuer. Das teuerste an dem ganzen Konstrukt war die dritte Matratze. Ja, und dann haben wir das Ganze ein bisschen schöner gestaltet mit einem Baldachin oben drüber und Lichterkette und ja. Wir brauchten natürlich dann noch mehr Bettwäsche und eine größere Tagesdecke, aber dann haben wir einfach eine Doppeltagesdecke und eine Einzeltagesdecke passend dazu zusammengelegt. Ja, und seitdem schlafen wir so und wir haben so viel Platz. Es ist wirklich Gold wert. Wenn ihr sowas machen möchtet, dann kann ich euch noch diese, ich kannte das vorher gar nicht, das hört sich total bescheuert an, aber Liebesbrücken empfehlen, wenn ihr das noch nicht kennt. Und zwar sind das so lange Bettschlangen, die ihr in die Ritzen von den Matratzen legen könnt, sodass das so ein fließender Übergang ist, weil sonst liegt immer irgendeiner in der Ritze. Jetzt bei uns. Wie unsere Abendroutine und das Ganze abläuft, das zu Bett bringen, das zeige ich euch dann natürlich nochmal in einer Abendroutine. Das wäre jetzt hier zu lang, wenn ich das erzähle. Es ist natürlich halt eine Schwierigkeit, weil das Familienbett im Schlafzimmer steht. Da steht mein Schminktisch, da steht mein Kleiderschrank und das ist eben kein Kinderzimmer. Deswegen sind da ein paar Kindersicherungen notwendig. Kommen wir mal direkt zu einem Riesenthema und zwar ist das Sex im Familienbett. Also, es gibt ganz viele Leute, die mich fragen, wie das mit unserer Zweisamkeit dann aussieht. Und da will ich gar nicht so viel zu sagen, weil wer diese Frage stellt, nur wegen dem Familienbett, da stimmt bei mir schon irgendwas nicht. Also, ich sag mal, Sex ist ja nicht an einen Gegenstand oder an ein Zimmer geknüpft. Also wir haben ja noch ein paar andere Zimmer und ein paar andere Gegenstände. Und also wenn man Sex haben will, dann kann man das überall haben. Und das ist nicht an eine Tageszeit, an einen Gegenstand oder an ein Zimmer gebunden. So, mehr sage ich dazu nicht. Aber falls sich das jemand fragt, ich sag's einfach mal, also ich würde niemals auf die Idee kommen, das in diesem Bett zu machen, und dabei zu denken, auch die Kinder schlafen ja. Das könnte ich niemals. Aber es gibt bestimmt welche, die es machen. Nochmal zu den praktischen Fakten. Wir haben hinten an unserem Familienbett eine kleine so eine Rille gelassen, weil wir haben links und rechts keinen Platz mehr für einen Nachttisch. Jetzt haben wir hinten so eine, ja, wie so eine Rille. Da stehen so kleine Boxen drin. Da habe ich eine Box mit Notfall-Nookies. Da habe ich so Notfallsachen drin wie Zahnungsgel, eine Spieluhr, ein kleines Nachtlicht. Da habe ich immer eine Trinkflasche für den Carlo und für die Bonnie stehen. Und da wird jemand müde, ne? Willst du dir mal ein Spielzeug holen? Hm? Okay. Und da kommen wir schon zu den Vorteilen. Ich habe alles am Bett stehen. Ich habe links und rechts ein Kind. Und
Ja, ich werde natürlich nachts geweckt, das aber auch nur noch von der Bonnie. Der Carlo schläft hundertprozentig durch. Es gibt immer mal eine Nacht, da sagt er mal, er möchte kurz was trinken, aber ich denke, das machen auch noch Erwachsene, das hat nichts mit Durchschlafen zu tun. Aber beide sind direkt griffbereit, sag ich mal, und ich muss nicht noch aufstehen. Die Bonnie, die trinkt mindestens noch eine Flasche die Nacht und ich habe immer alles am Bett, sodass das ganz schnell geht. Und für uns ist die Nacht so am erholsamsten. Und ich denke, wenn das für alle das Beste ist, dann ist das mit der Familie zu vereinbaren. Wenn jetzt aber einer von der Familie nicht zum Schlafen kommt, dann sollte man sich das nochmal überlegen. Also ich habe ja schon gesagt, wir waren da offen. Wenn es anders gelaufen wäre, dann hätten wir umstrukturiert. Aber so ist das für uns auf jeden Fall das Beste. Dann kommt noch dazu natürlich, dass sich das für mich einfach richtig anfühlt. Also ich habe meine Kinder, ich möchte die nachts bei mir haben. Gerade im Schlaf sind die für mich einfach kleine Babys, die sich nicht wehren können, und ich möchte auf die aufpassen nachts. Das hört sich vielleicht alles ein bisschen komisch an, und natürlich habe ich auch nichts gegen Leute, die ihre Kinder ganz normal im Kinderzimmer schlafen lassen, aber für mich fühlt sich das falsch an. Ich erzähle euch mal eine kleine peinliche Geschichte, und zwar war der Carlo circa, ich sag mal, circa 6 Monate alt, und wir hatten ja die ganze Zeit das Kinderbett im Kinderzimmer stehen. Und dann habe ich mir abends mal gedacht, komm, der kann doch jetzt auch in seinem Kinderzimmer schlafen. Und ich habe ihn da reingelegt und er hat geschlafen. Und ja, es interessiert ihn überhaupt nicht, glaube ich, wo er schläft. Also das ist wirklich eine Sache, die von mir kommt. Und dann habe ich mich abends ins Bett gelegt. Ja, ich habe angefangen zu heulen. Ich konnte nicht. Ich wollte das nicht. Am liebsten wäre ich alle 10 Minuten aufgestanden, hätte geguckt, ob der noch atmet. Erklärt mich für verrückt. Für mich fühlt sich das einfach, ja, richtig an. Wenn der Carlo zum Beispiel, ich merke, dass der schlecht träumt, dann bin ich direkt da und ich höre das direkt und ich lege nur meine Hand auf seinen Kopf und der schläft sofort ruhig weiter. Und es ist nicht so, dass er erst aufstehen muss und nach mir rufen muss oder so. Außerdem ist die Einschlafsituation und die Aufwachsituation einfach so schön und dieses Kuscheln, die Nähe. Ich glaube, dass das für uns so das Richtige ist. So, dann kommt natürlich ganz oft die Frage, wie lange macht ihr das noch? Und ja, das weiß ich nicht. Wir machen das so lange noch, bis einer unzufrieden wird, sage ich mal. Bis entweder der Carlo sagt, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf euch, ich möchte jetzt ein Autobett, oder irgendjemand nicht mehr schlafen kann. Und so lange machen wir das noch. Ja, komm her. Komm mal her. Warum hast du einen Schnuller? Warum hast du denn einen Nuki? Ich hoffe, ich habe alle Fragen dazu beantwortet. Wenn ihr noch mehr Fragen habt, dann schreibt mir die einfach in die Kommentare. Dann antworte ich euch natürlich. Und ich hoffe, dass wir uns nächsten Dienstag beim nächsten Video wiedersehen. Ciao. Oh, dann schnell hin.